Hallo bei Blue Rating, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir wissen ja alle, Charlie surft nicht und heute für euch Apocalypse Now, Full Disclosure, 3-Disc Deluxe Edition von Francis Ford Coppola. Ja, ich denke mal, zum Film müssen wir eigentlich nicht viel sagen. Kommen wir direkt zu unserem ersten Punkt, der Hardware. Also ihr seht schon, wir haben jetzt hier keine dünne Plastikhülle. Wir haben echt eine Wucht vor uns. Also ich hole es mal raus. Ach du Schande. Erstmal hier noch zu diesem Pappschuber sagen, der ist schon dick, ist nicht so ein dünnes Ding. Hier auch Apocalypse Now, richtig schön gedrückt. Fühl mal. Ja, ist sehr hochwertig, nicht irgend so ein Billigzeug. Hinten drauf nochmal, was wir alles drin haben, das tun wir erstmal weg. Und beschäftigen wir uns erstmal hier mit den Discs. Ja, was haben wir hier? Noch ein Blättchen, wo drauf steht, was wir alles dabei haben. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben hier erstmal drei Discs. Erstmal die Hauptdisc mit dem Film Apocalypse Now, Kinofassung von 79 und die Redux-Fassung. Bonusmaterial und auch nochmal Bonusmaterial. Wie ihr seht, alles schön mit einem Fotodruck hinten und von hinten auch nochmal bedruckt mit den Hauptfiguren. Also es ist wirklich alles sehr, sehr hochwertig. Oder was sagst du dazu? Ja, und zwischendurch auch mal eine schöne Zeichnung oder Malerei drin. Kommt dann auch mal gut zwischen den ganzen Fotos. Dann haben wir hier ein Begleitbüchlein mit so ein paar, ja, mit einfach so ein paar netten Informationen, Bildern vom Set und alles. Wer was gemacht hat, wer wen gespielt hat und so. Auch ganz nett. So, dann haben wir noch die Dokumentation in The Herd of Darkness. Dafür gibt es dann auch nochmal ein extra Äftchen. Und da steht dann auch nochmal alles genau drin von Regieanweisungen und das. Die Vorgeschichte des Films. Und dazu haben wir sogar noch ein wenig, noch mehr Bonusmaterial. Nicht, dass es schon genug wäre. Noch Fotokarten. Wie viele sind, weiß ich nicht. Genau, das sind Postfotokarten. Ja gut, kann man verschicken, muss man nicht. Hier unten sieht man auch nochmal den Schriftzug Apocalypse Now. Wir werden die jetzt auch nicht auspacken. Ich sage es direkt, weil die bleiben original verpackt. Hier, vielleicht kann man es erkennen. Die Bilder, wenn nicht, guckt einfach mal im Internet nach. Also es ist wirklich eine Wucht, was wir hier am Start haben. So, kommen wir jetzt mal zum Bild dieses, ja, Klassikers, kann man auf jeden Fall sagen. Also das Bild, das ist natürlich, es ist eine Wucht. Also man kennt natürlich digital remasterte Filme. Es sieht immer ganz nett aus, es sieht gut aus, es sieht besser aus als die damalige DVD oder in dem Fall sogar VHS-Fassung, aber es ist dieser Film, der ist einfach nicht mit einer anderen digital remasterten Blu-ray vergleichbar. Zumindest momentan nicht. Also das Bild ist, wenn man nicht wüsste, dass es digital remastered ist und aus den 70er Jahren ist, dann würde man echt denken, man hat eine moderne Blu-ray hier, die bildmäßig nicht ganz so toll ist. Aber das Bild ist echt der Hammer. Und die Laufzeiten des Films sind auch sehr lang. Also wir haben ja die zwei Fassungen des Films an Bord. Die Kinofassung von 1979 mit 153 Minuten, was ja schon wirklich sehr lang ist. Und die Redux-Fassung von 2002 mit 202 Minuten. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Da kommt jeder auf seine Kosten. Ja, wir empfehlen euch, wenn ihr den Film noch nie gesehen habt, direkt die Redux-Fassung zu sehen. Weil sie erklärt besser die Zusammenhänge und dadurch ist das Verstehen des ganzen Films auch nochmal besser. Ja, es ist ja auch logisch, dass die Redux-Fassung ein gutes Stück besser ist. Also wie gesagt, wir haben bei der Kinofassung 153 Minuten, bei der Redux-Fassung 202. Also da sind schon ordentliche Differenzen und irgendwas muss ja weggelassen werden bei so einem tiefgehenden Schnitt. Also guckt euch einfach die Redux-Fassung an. So, kommen wir jetzt zu den Extras des Films. Also man muss erstmal sagen, wir sagen euch nicht alles, weil ihr seht dieses Blättchen hier. Alles, was hier steht, sind alles aufgeführte Extras. Das können wir euch jetzt alles vorlesen. Aber ich denke, das wollt ihr selbst nicht. Wir haben ein paar gute Sachen rausgesucht. Und die sagen wir euch jetzt. Wir sagen aber direkt dazu, dass wir die Redux-Fassung nicht als Extra ansehen, weil das ist für uns ja quasi der Film. Ja, auf der Disc 1 haben wir natürlich die Kinoversion von Apocalypse Now von 79, sowie auch die Redux-Fassung von 2002 und noch die Audiokommentare von Francis Ford Coppola. Auf der Disc 2 haben wir dann nochmal die ganzen Extras, also das ist voll nur mit Extras, und zwar überwiegend mit geschnittenen Szenen, mit Interviews, unter anderem mit Martin Sheen
Und nochmal kurz was zu Heart of Darkness. So, kommen wir jetzt noch kurz zur letzten Disc. Da sind meiner Meinung nach die besten Specials drauf, obwohl es irgendwie die wenigsten sind. Wir haben Hearts of Darkness, Reise ins Herz der Finsternis. Das ist so eine kurze Dokumentation zum Buch, was ja Francis Ford Coppola dazu inspiriert hat, den Film zu drehen, glücklicherweise. Dann haben wir noch ein Fotoarchiv mit 100 überarbeiteten Fotos vom Set und von Dreharbeiten, also allgemein von Leuten, die halt beim Dreh dabei waren. Und ja, noch Zeichnungen und sowas alles. Also das ganze Zeug, was man sich angucken kann, wenn man wirklich absoluter Liebhaber dieses Films ist. So, jetzt kurz noch was zu FSK. Alle drei Discs haben die FSK-Freigabe 16. Das ist soweit auch in Ordnung, wenn man so von der Brutalität absieht. Ja, also damit ist die komplette Box halt ab 16 freigegeben. Was man aber noch sagen muss zur Box, hier war von Haus aus so ein kleines Papierding drum, wo FSK 16 drauf stand. Das finde ich ganz schön, weil ihr seht ja, ist wirklich alles sehr schön gemacht hier mit der goldenen Schrift. Und da wird natürlich so ein fettes blaues FSK ab 16 freigegeben. Schildchen schon ordentlich stören.